Einen der schönsten historischen Ortskerne der Eifel findet man im Hellenthaler Ortsteil Reiferscheid. Schon von weitem sichtbar ragt der Bergfried über den instand gesetzten Ruinen der ehemaligen Höhenburg hervor, die nach Zerstörung durch Feuer als Schloss wieder aufgebaut wurde. Das repräsentative Barockschloss wurde 1794 von den Franzosen beschlagnahmt und dann als Steinbruch verkauft. Zweihundert Jahre später, 1987, übernahmen die Reiferscheider Bürger die Geschicke der Burgruine und bauten Teile wie Torburg, Wehr und Stützmauern und Burghof mit trächtlichem Aufwand in Eigenleistung wieder auf. Durch das Matthias-Tor, ein massiver Torbau aus Bruchsteinmauerwerk des 14. Jahrhunderts, betritt man heute den sehenswerten Ort mit den vielen kleinen Fachwerkhäusern. Die Ruine des Hochschlosses Reiferscheid ist eine im Kern spätgotische, allseits geschlossene Burganlage mit dem Bergfried an höchster Stelle. Als Aussichtsturm bestiegen werden und bietet von seiner Plattform auf 470 Metern Höhe den sogenannten Eifelblick Bergfried. Das Besteigen lohnt sich unbedingt. Das heutige Erscheinungsbild der Kirche St. Matthias wird bestimmt von den umfangreichen Um- und Erweiterungsbauten in früheren Zeiten. Ein Besuch Reiferscheids kann kombiniert werden mit der wunderschönen Rundwanderung der Eifelspur auf den Spuren der Raubritter. Hier erwartet den Besucher eine abwechslungsreiche Tour mit vielen fantastischen Aussichten über die Hügellandschaft der Nordeifel.